die Kommunikationsfähigkeit steigern. Was ist da die eine Intervention, die vielleicht wirklich dir hilft, besser in Kontakt mit anderen Menschen zu sein, besser in Kontakt mit Gruppen zu sein, generell da wirklich signifikant Verbesserungen zu sehen? Meines Erachtens ist es Feedback. Und zwar, was ist die Idee, dass du brauchst gar keine Kurse, gar keine Seminare machen. Natürlich hilft es wahnsinnig viel, also das ist durchaus auch empfehlenswert, aber wenn du das nicht hast, ganz einfach, frag aktiv nach Feedback. Es ist jetzt nicht so, dass jeder Mensch ein guter Feedbackgeber ist. Die meisten Menschen sind sogar sehr, sehr schlecht darin. Aber das ist ganz egal. Das Wichtige nämlich beim Feedback holen bei dieser Methode ist jetzt, dass du möglichst viele Menschen befragst. Das heißt, ich habe das zum Beispiel mal gemacht, wie ich mit von 14 bis 17 ganz viele Rhetorikkurse gemacht habe, habe ich oft gefragt, hey, wie ist das angekommen? Und da habe ich ganz viele Menschen gefragt. Und wenn du ganz viele Menschen fragst, ist es so, dass bestimmte Themen öfter vorkommen. Ja, also könnte sowas sein wie, ja, du wirkst manchmal ein bisschen arrogant. Und dann kann man dieses Feedback verwenden und sagen, okay, will ich das? Ist das vielleicht sogar positiv? Oder will ich daran was verändern? Dadurch, wie gesagt, dass die Feedback-Qualität oft nicht so hoch ist, also die Menschen oft auch Bewertungen reingeben, nicht erklären, wie genau sie es wahrgenommen haben, musst du oft nochmal nachfragen, hey, was genau, oder wie genau zeigt sich das, dass ich arrogant bin? Aber, wie gesagt, durch die Masse hast du meistens ein sehr grobes Bild. Du kannst es aber auch machen im 1-zu-1-Gespräch. Ja, du kannst auch fragen, hey, jetzt ganz ehrlich, wie bin ich in Kontakt für dich? Gibt es irgendwas, was für dich irritierend ist, was komisch ist und so weiter und so fort. Das ist jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen, ja, schwierig für manche Menschen. Deswegen ist es oft leichter bei den intimsten Menschen, also die Menschen, die man am besten kennt, anzufangen, aber dann auch Schritt für Schritt andere Menschen einzubinden und man wird dann vertraut werden mit Feedback und dann ist es ganz normal. Und wenn du das machst, dann kannst du wirklich deinen individuellen Kommunikationsstil, ohne dass du jetzt irgendwelche Tools lernst, ohne dass du irgendwelche Techniken lernst, Stück für Stück verbessern.